Willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, heute stehen als allererstes mal die Aufräumarbeiten ein bisschen an. Ein bisschen Loot sortieren. Aber danach möchte ich auch noch auf Looting-Tour gehen. Denn mit Loot geht's uns gut, bekanntlicherweise. Und von daher gehen wir jetzt als allererstes mal nach unten. Ich habe auch schon ein bisschen Fleisch angesetzt. Denn mein Charakter hat Kohldampf. Und von daher soll er auch was zwischen die Zähne bekommen. So, das reicht. Gut, und dann braucht man noch ein bisschen was zum Trinken. So, einmal. Okay, einmal noch. Dann haben wir genügend. Oder gehen wir gleich auf Looting-Tour? Könnten wir eigentlich auch machen. Dann machen wir nur das Feuer aus. Weil irgendwie habe ich heute keine Lust auf Loot sortieren. Gehen wir lieber Loot holen, macht viel mehr Spaß. Ui. Ein Airdrop. Da hinten kommt er runter, okay. Dann nichts wie raus. So, Tür ist zu. Und dann schauen wir mal, ob ich es in der heutigen Folge schafft, den Airdrop zu erreichen. Denn an Tag 14, ihr könnt euch sicherlich noch erinnern, oder besser gesagt an Tag 15, war das Ganze ja nicht so von Erfolg gekrönt. Da habe ich mich vergeblich auf die Suche nach dem Airdrop gemacht. Aber heute, wenn ich genau hier entlang gehe, dürfte ich ihn eigentlich erwischen, den Airdrop. Schauen wir mal. Wenn es nicht wieder irgendwas anderes dazwischen kommt. Okay, jetzt verschwindet er ausgerechnet hinter dem Felsen. Das ist natürlich auch nicht gerade positiv. Oder hinter dem Hügel, besser gesagt. So, sieht man irgendwo den Airdrop? Wahrscheinlich nicht, gell? Nee. Keine Rauchschwade mehr in Sicht. Aber wie gesagt, wenn ich hier gerade entlang laufe, müsste ich eigentlich direkt vor ihm stehen. Mal gucken. So, ab durch den Fluss. Gleich mal ein bisschen baden. Das ganze Zombieblut abwaschen. Okay, ein Zombie. Wir gehen einfach mal getrost dran vorbei. Wo ist der Airdrop? Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen sozusagen. Gibt's ja nicht. Wo ist denn das gut? Tja, wenn man vorbeirennt, gell? Da kann man ihn nicht finden. Da ist er. Das gute Stück. So, undetected, dann können wir auch in Ruhe mal schauen, was sich darin verbirgt. So, Sniper Rifle Schematic, Flaming Arrows, ein Beaker, First Aid Kit und ja, sonstiges nützliches Zeugs. Du nerv hier nicht rum. So, Birdnest nehmen wir auch gleich mit. So, wo bin ich jetzt? Okay, undetected bin ich noch. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Da war ich eigentlich schon. Da oben war ich noch nicht. Dann schauen wir doch einfach mal jetzt da oben entlang, wohin uns die Straße führt. Weil bevor ich jetzt lang zurückrenne, macht auch wenig Sinn. Und dann nutzen wir lieber die Gunst der Stunde und gucken uns hier noch ein bisschen um. In dem Gebiet. Genug Munition habe ich ja dabei, von daher. So, der ist auch tot. Vogelnest. Vielleicht hat der hier auch was Gutes dabei. Nee, leider nicht. So, wieder einer weniger. Man merkt es mir wahrscheinlich an, aber die Sniper Rifle
Die gefällt mir einfach so gut. So, ein Vogelnest nehmen wir auch wieder mit. Sehr gut. Treffer versenkt. Aber nur Old Sandwiches, die ich da rausbekomme. So, wo sind wir denn hier Schönes? Wir sind hier im Waldgebiet. So, den gucken wir auch noch an. Okay, ein Grill. Ah ja, da war ich nämlich noch nicht da hinten. Da sehe ich ein Haus. Dann schauen wir doch da gleich mal hin. Vielleicht findet sich guter Loot darin. Oh, sogar zwei Häuser. So, erstmal nachladen. Nicht, dass mir da irgendeine böse Überraschung blüht. So, okay, Pfeile habe ich sowieso keine mehr. Den killen wir gleich mal. Überall Zombies. Okay, aus dem Haus möchte auch einer raus anscheinend. Schauen wir uns aber als allererstes mal den Loot an. So, hier habe ich noch doch eine gekillt. Genau, die liegt hier. Nur Sandwiches. Ja, was kommt da aus dem Haus raus? Okay, die hat nichts dabei. Der hier hat genauso wenig dabei, aber nehmen wir einfach auch mal mit. Können wir noch scrappen, wenn es ist. Ich glaube, da oben randaliert einer im Dachgeschoss. Tja, dann müssen wir wohl oder übel reinstürmen, würde ich sagen. SWAT-Team. Ruhe. So. Sehr schön. Alles ruhig. Dann können wir jetzt uns auch das Haus genau ansehen. Ja. Da lässt sich's schon aushalten hier herinnen. Mal was anderes als die ganzen schäbigen Bruchbuden immer, die wir sonst durchsuchen. Okay, habe ich. Ja, ich habe eine Iron Fire Axe dabei. Was verbirgt sich dahinter? Okay, noch ein Schlafzimmer. Da ist nichts mehr sonst. Ja, da kann man natürlich schön Fernsehen auf der riesen Couch. Da lässt sich's aushalten. So, wir schauen uns aber an, was sich dahinter verbirgt. So, mal die nur mal wieder kurz switchen. Machen wir's so. Ein Gunsafe. Und ein Bookcase. Okay, leider nur leere Blätter. Scrub und Scrub. Das kann weg. Dann machen wir Scrub. Dann machen wir Scrub. Dann machen wir Eat. Gut. So. Sollen wir es wagen? Nee, das machen wir jetzt nicht. Da
dauert ja doch eine Zeit lang. Schauen wir uns lieber hier unten noch ein bisschen um. Ja, das nenne ich mal eine fette Küche. Wow. Scheint so, als sind wir hier echt in der Villa gelandet. Okay, im Ofen ist nichts drinnen. Hier haben wir noch Bohnen. Vielleicht hier noch irgendwas Brauchbares. Ui, Honig. Honig ist brauchbar, den nehmen wir mit. Nur leere Schränke hier oben, oder wie? Ja. Scheint fast so. Okay, wo geht's hier hin? Ui, nochmal ein Bookcase. Wieder kein Glück. Eieiei. Ui, aber ein Backpack mit einer Flashlight. Eine Taschenlampe, die nehmen wir mit. Habe ich da eigentlich schon eine auf dem Ding? Ja, habe ich. So, Scrub. Dann, das lesen wir natürlich als allererstes mal. Brandpfeile können wir jetzt herstellen. Und Sniper Rifle Schematic kennen wir zwar schon, aber besser als nix, bekanntlich. Okay, da ist eine kleine Überschwemmung hier im Bad. Aha, Fernsehen, während man sich wäscht, oder wie? Tja. Das ist eindeutig eine Villa. Wieder mal eine Pistole im Klo, wie so oft. So, und wo geht's hier hin? Ein Wallsafe haben wir hier noch. Ganz schön verschachtelt das Ganze. Ach komm, den machen wir jetzt auf. Weil ich möchte jetzt wissen, was da drin ist. Nachdem wir schon nicht den Gunsafe geöffnet haben, macht man zumindest den hier auf. Denn ich bräuchte ja unbedingt mal das Minibike-Rezept. Dann könnte ich auch schneller von A nach B. So, sind wir eh gleich bei 500 Punkten, dann haben wir ihn eh gleich offen. Nur noch ein paar Schläge und dann wissen wir, was sich darin verbirgt. Wahrscheinlich wieder nur leere Blätter. Bei meinem Glück würde es mich nicht wundern. Trommelwirbel. Wow. AK-Schematic. Ja, geil. Aber kannte ich sogar schon anscheinend. Ja, gut. Wisst ihr was? Jetzt hat mich die Sammellaune gepackt. Jetzt schauen wir uns den oberen Safe auch noch an. Wenn wir schon mal da sind, muss man schließlich nehmen, was man finden kann. Vielleicht ein paar gute Weapon Parts oder ein Rezept. Alles ist gerne gesehen, alles wird gerne angenommen. Oder vielleicht auch ein paar Waffenteile für die Sniper. So, gleich wissen wir's. Was sich darin verbirgt. Letzter Schlag und Trommelwirbel. Okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir genauso wenig. Gut. Dann war es das zwar nicht wert, aber zumindest haben wir viel Eisen dadurch gesammelt. So, war der Briefträger brav? Hat er was Gutes da lassen? Nee, hat er nicht. Aber wir haben ja hier auch noch eine Villa. Beziehungsweise, was ist denn da hinten eigentlich? Was ist da hinten? In dem Garten. Ja, ein Riesenpool. Ist da was drinnen?
Dachte ich's mir doch, dass da irgendwas versteckt ist. Magnum-Zylinder und Steel-Arrows. So, jetzt muss ich nur aufpassen, nicht, dass mir der Sauerstoff ausgeht. Soll erst das mal tief Luft holen und dann... Okay, geht sogar. Gehen wir unter Wasser den Safe aufknacken. Mal schauen, ob sich wieder die Mühe lohnt oder nicht. Ob wir enttäuscht werden. Als nächstes sollte ich mir dann sowieso eine Stahlaxt herstellen und auch eine Stahlpickaxe. Damit geht es ja doch schneller. Sobald wir wieder zu Hause sind, mache ich das dann auch. Und wir haben was gefunden? Schrott haben wir gefunden. Eieiei. Wenn ich das gewusst hätte. Aber gut, wie heißt so schön, nachher ist man immer schlauer. Noch ein Vogelnest. Und hier auch nur Müll. Leider. So, dann schauen wir uns aber auch gleich im Nachbarhaus um. Ist auch nicht gerade kleiner. Wahrscheinlich ist das hier so ein Nobelviertel. Bisschen abgelegen das Ganze. Ja, die Bude kann sich auch sehen lassen von außen. Ruhe. Lebt er noch? Okay, jetzt lebt er nicht mehr. Irgendwas kreucht und fleucht da drinnen noch rum. Da oben. Okay, und der Rest verbirgt sich anscheinend draußen. Munition, gerne gesehen. So, den haben wir angeschaut, den haben wir angeschaut. Den hier noch nicht, glaube ich, gell? Nee. Okay, der hat aber auch nichts. So, ansonsten scheint es ruhig zu sein. So, übers Hausdach. Schauen wir doch gleich mal da hinten, was da los ist. Da waren doch... Da haben wir sie. Ruhestörung da. Ab in den Pool. Gut, die ist auch tot. Da kommt auch noch einer daher. So, wieder ein paar Skillpunkte mehr, die ich da gefarmt habe. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen bei einer Folge von 7 Days to Die. Ich sag danke fürs Zusehen und das nächste Mal gucken wir uns dann dieses Haus hier an. Vielleicht verbirgt sich da das ein oder andere gute Stück, das wir mitnehmen. Macht's gut, bis dahin, euer Wohead. Ciao.